Ach, gar nichts. Herr Sauerstein, was führt Sie zu uns? Sie wissen es am besten. Ich sehe einen weißen Mann. Nein, alles gut. Ich hatte zwei Reanimierungen heute. Dann wollte ich Haben Sie tanken. reanimiert oder wurden Sie reanimiert? Ich habe reanimiert. 50 Minuten. Okay. Also 2x25. Geschätzt. Dann war ich tanken und dann wurden mich schwarz vor den Augen. Ich weiß nicht, aufgrund der Einsätze wahrscheinlich. Eigentlich wollte ich den HLF nur zurückfahren und dann wäre ich auch zum Krankenhaus gekommen, weil mein Körper sagt mir, das war heute zu viel. Aber so weit bin ich gar nicht mehr gekommen. Okay. Sag dazu gar nichts mehr. Wir werden sie nicht stationär aufnehmen. Das ist einfach nur, sie sind einfach nur ausgelastet von den Reanimat von der Reanimation. Können Sie aufstehen, können Sie laufen? Ich weiß es nicht. Also Schmerzen habe ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Wo? Nennen Sie mir mal alle Ihre Symptome, die Sie gerade haben. Ich habe eigentlich nur ein Stechen im rechten Bein. Weil ich weiß Okay. nicht, ob das vorgegaukelt ist von meinem Körper. Wie, Sie wissen nicht, ob das vorgegaukelt ist. Mehr, ich weiß nicht, ob das so ein Symptomschmerz ist. So ein Schmerz, der nicht da ist. Das gibt es ja. Wir fahren doch mal, wir werden sie doch stationär aufnehmen. Gut, dann danke für deine Arbeit. Du kannst wieder gehen. So, Robin, gute Besserung. Josef, wir sehen uns. Wir sehen uns. Dann kommen Sie mal mit. Jetzt erzählen Sie mir mal ganz detailliert, was passiert ist. Ich will jede Information wissen, warum Sie hier sind und warum Sie denken, warum ich Sie jetzt behandeln sollte. Also Ihre Symptome auflisten. Also ich habe nicht gesagt, dass sie mich behandeln sollen. Die Ärzte haben entschieden, ich soll behandelt werden. Ich weiß, aber sagen Sie, denn Sie müssen ja wissen, wie es Ihnen geht. Weil von Na. dem, was ich jetzt gehört habe, sind Sie kein Notfall für die Notaufnahme. Ich brauche halt einen Psychologen, der mir ein bisschen hilft, das zu verarbeiten, was ich durchgemacht habe. Schmerzen habe ich in dem Sinne nicht. Okay, stopp. Also, wir haben hier zwei verschiedene Dinge. Sie haben einmal ein traumatisches Erlebnis und einmal ein ganz normales sportliches Kreislauf-Kollaps gehabt. Genau. Im Prinzip Okay. geht's mir halt gut, aber ich bin psychisch halt, glaube ich, am Ende. Deswegen Okay. wahrscheinlich auch der Blackout mit dem Unfall. Haben Sie Schmerzen irgendwo? Nur im rechten Bein. Aber da kann ich halt nicht sagen, ob das ein vorgekaukelter Schmerz ist durch meine Setzen Sie sich mal Psychose. hin. Wir werden gleich sehen, ob das vorgegaukelt ist. Nee, ich meine da vorne auf den Stuhl. Achso, okay. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Kann man sich da draufsetzen? Nein. Okay. Er bleibt einfach so stehen. Okay. So, ich werde jetzt den Hammer gegen dein rechtes Bein schlagen, da wo es angeblich weh tut. Ah. Tut das wirklich weh? Au. Tut das weh? Ja. Was soll ich denn machen? Schmerz ist da. Okay. Tut das weh, wenn ich anfasse? Nee, das halt nicht, aber wenn sie draufhauen, ja. Wenn ich drücke, bisschen. Das ist ein leichtes Ziehen in der Wade. Ja, dann wird das. Wir machen da gleich einen Ultraschall, aber es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes. Okay. Sie können ja noch laufen, ne? Ja, mehr oder weniger, die anderen haben mich gerade getragen. Ja, ich werde sie nicht tragen. Weil ich guck nur, ich dann braucht dann halt ein bisschen länger. Alles gut. Ne. Ist besser, wenn sie selber laufen, damit sie das noch so aufrechterhalten können, weil wenn wir jetzt hier rumtragen, wird es noch schlimmer. Okay. Sie brauchen einen Psychiater.
Was haben Sie denn erlebt? Ich sag mal so, erstmal sind wir angefahren zu einem MAF oder so, ich weiß nicht, da war wohl irgendwie ein Überfall, da lagen, ich weiß nicht, sechs, sieben, ich weiß nicht, wie viele Polizisten da auf dem Boden lagen. Ich habe viele Verletzte gesehen. Dann wurde ich halt dazu gerufen, eine Reanimierung zu machen. Ja, da oben in der Stadt am Kiosk. Dann musste ich unter meinem Traumata, was ich da wahrscheinlich schon hatte, zum JVA fahren. Dort angetroffen, gab es erstmal ein kleines Feuer, was ich löschen musste, wo ich dann unter PA, also mit dem Atmer rein musste und quasi erstmal löschen musste. Hat erstmal 10 Minuten gedauert. Dann bin ich zurück zum HLF und weil keiner fit war, ich war einer der fittesten, da habe ich nochmal 25 Minuten eine zweite Reanimierung machen müssen. Okay, und weiter. Ja, dann wurden wir halt alle abgezogen. Ich bin quasi zur Tankstelle gefahren, habe das Fahrzeug getankt. Dann bin ich losgefahren, dann wurde mir irgendwie schwarz vor den Augen und dann bin ich runter den See und dann lag ich da. Und Okay. ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es mit den beiden Reaminierungen zu tun hat. Weil ich bin eigentlich Ich gesund. auch. Ich bin eigentlich kerngesund. Ja. Bis auf mein rechtes Bein, wo ich nicht weiß, ob die Schmerzen wirklich daherkommen. Oder ob ein Nerv da eingeklemmt ist, was man frei machen Das müsste. wird ein, das gucken wir gleich, ich schreibe mir das schnell auf. Aber sonst geht's mir eigentlich, ich habe genug getrunken, ich habe genug gegessen. Ich habe eigentlich alles so befolgt, wie wir es gelernt haben im Dienst. Genau, sie haben alles richtig gemacht. Ja, deswegen bin ich jetzt eigentlich hier, um einfach mal den ganzen Druck weg, damit ich eventuell morgen oder übermorgen wieder in Dienst kann, weil wenn natürlich nichts Schlimmes ist am Bein oder im Einen Kopf. Moment. Okay. Denkst du, du kannst bis. Fühlst du dich wieder einsatzbereit? Fühlst du dich, dass du deinen Dienst wieder antreten kannst? Also heute nicht mehr. Okay. Ich schreibe deine Arbeitsunfähigkeit. Ja, weil ich würde jetzt nur noch mein Auto abholen. Ich weiß nicht, sollte ich mein Auto überhaupt bewegen? Ja, das geht noch. Ja, ich habe direkt um die Ecke von der Feuerwache eine Wohnung. Das sind, glaube ich, 2 Kilometer. Wenn ich langsam fahre, dann wird es wohl gehen. Ja, ich schreibe dir jetzt schnell hier das Dokument. Okay, super. Dann würde ich nämlich heute wirklich außer Dienst gehen, weil mein Gefühl sagt mir, das ist das Beste für alle Beteiligten, nicht, dass wir noch ein HLR verlieren. Wer ist mit Vollnamen? Robin. Vollnamen. Robin von Sauerstein. Geht denn in Dienst?
Nein. Warte. Jetzt kommt auch noch die Müdigkeit hinzu. Ich glaube, ich sollte gleich echt in Feierabend gehen. Ach. Denkst du, du hast dadurch eine Belastungsstörung, eine traumatische? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin kein Okay, Arzt. okay, okay. Okay. Entscheiden Sie für mich. Ja, ich würde sagen, ja. Hallo? 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 Ich bin gerade in der Behandlung. Ja, sorry. Scheiße, Alter. Komm. Gut, wir lassen das. Ich mache das über den DVGM. Warte mal kurz hier. Ja, ist okay. Ich warte mal kurz. Mikrofon muted. Also. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, deswegen habe ich euch auch keine Begrüßung gemacht, weil ich halt da lag und hätte ich den X-Muskel gedrückt, dann wäre ich aufgestanden, das wollte ich halt nicht. Deswegen sage ich jetzt, moin moin, hier ist wieder euer Robin für euch. So ein bisschen Krankenhaus-RP. Aufgrund der letzten Folge. Ich weiß halt nicht, ob ich das so hätte jetzt ausspielen dürfen. Aber ich gehe davon aus, dass ich so richtig gemacht habe. Ich kann zwar nicht in den Dienst gehen, und da muss man halt mal gucken. Ja. Der D-Funk ist übrigens der Discord. Mach. Ja, klar. Ist jetzt. Okay. Ja, ist halt jetzt doof gelaufen. Microphone activated. Ich schreibe jetzt ein Dokument auf den D-Funk. Einmal, das kann kurz dauern. Okay. Bei welcher Krankenkasse sind Sie? Gute Frage. Okay, Stadt Hannover, sagen wir. Ich kann ja mal eben gucken, ich müsste eine dabei haben. Nee, alles gut. Ich habe gerade gar keine dabei. Meine Karte. Ach ja. Mikrofon muted. Ich muss sagen, er macht sein RP richtig gut. Ich glaube, der ist genauso müde wie ich. Ich weiß ja nicht, was er mir jetzt im D-Funk schreiben will. Aber okay. Wann sind Sie geboren? Mikrofon Kann ich den Ausweis activated. gut sehen?
Das, was im Ausweis steht, stimmt nicht. Nicht du. Also Ich habe ich. gerade eine neue Einweisung bekommen. Ja. Okay, wir beeilen uns. Zeig mal schnell. Also da steht quasi. Achso, stopp mal. Das war der falsche, oder? Ja, eigentlich müsste das der 17.11. sein. Aber. Ich muss das schreiben, was auf dem Ausweis steht. Das ist Also mir bewusst. bei der BF steht auch der 17.11. drin. Die haben es halt noch nie geändert. Ja, Aber. das. Ich muss das machen, was aus dem Ausweis steht. Alles gut. Drunter. Warte mal kurz hier. Mikrofon muted. Ah, da draußen ist schon wieder Stimmung. Ah, da bist du schon. Hi. Ja, für dich zur Information, die Person wurde offensichtlich niedergeschlagen, musste reanimiert werden. Ja, Nase ist geschwollen, sieht ein bisschen verformt aus, ehrlich gesagt. Soll Konkurrenz werden, eventuell gebrochen. Schön. Nö. Passt stabil. Ja, schön. Ja, ich glaube, er ist auch allein im Dienst. Ist natürlich krass, zwei Härtefälle. Aber okay. Man muss dann auch mal warten als Patient. Das ist ja im echten Krankenhaus ja auch so. Ja. Aber er wird das schon machen. Also, was ich gleich auf jeden Fall machen werde, ist einmal zur BF. Das ist natürlich ein ganz schönes Stück. Ja. Mikrofon Das, aktiviert. Sie bitte nicht das ist rein. der falsche Raum. Achso, Mo okay, der ist gut. nebenan. Moin! Herr Sauerstein, Ja, wie geht's moin! Ihnen? Ja, wenn ich Sie sehe, geht's mir gleich besser. Ja, das ist doch schön. Was passiert? Aua. Ich hatte zwei Reanimationen heute, jeweils 25 Minuten. Oh. Dann Einsatz unter PA, ein Blackout mit Unfall, ich weiß nicht, was es war, ein Meine Kreislaufzusammenfall. Nase tut mir weh, ich brauche Hilfe. Ja. Das hört sich natürlich nicht so toll an. Naja, ich wollte eigentlich von dem Einsatz, von dem JVA-Einsatz, eigentlich direkt zu BF. War nur schnell tanken, war glaube ich 500 Meter vom Ziel. Und dann hätte ich Eieiei. Feierabend gemacht. Und dann schwarz vor den Augen, zack, bumm, Unfall. Ich war fast im Feierabend. Menschenskinders. Ja, und jetzt bin ich hier. Ah, so ist das. Ja, Da ich ist jetzt wusste schon immer, dass wir einen Ständer haben wollen, aber ist okay. meiner. Hallo. Okay. Naja, das Ding ist einfach, ich habe dem Kollegen auch gesagt, arbeiten werde ich jetzt erstmal die nächsten, ich weiß nicht, Alles klar. erstmal. Sauerstein, jetzt, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen hier. Gut, dann Ganz beeilen Sie ehrlich, sich. okay. Sie haben doch gesagt, Sie wollen sich beeilen. Ja. Das geht nicht, wenn du immer so viele Details darüber erzählst, wie du jemanden reanimiert hast. Wenn er fragt, kann ich doch nichts dafür. Gut, machen Sie weiter. Alles gut, ich will mich nicht streiten. Ja, machst du mal die Woche noch, würde ich sagen, ne? Nee, der Typ, der ist nicht mehr fit. Dem Sagst du 2 Wochen? Atemschutzträger aberkennen.
Der Mann soll Indienst machen. Wenn er, der ist, Innendienst. ja, der ist umgekippt beim, der meinte, er ist nach dem Atemschutzeinsatz umgekippt. Ja, muss er Das mal ein ist ein bisschen, er klares kriegt dann Zeichen. Disponentenlehrgang, da muss er aber ein bisschen Innendienst-Leitstelle machen. Genau, Ne? ich mache jetzt 2 Wochen. In 2 Wochen! Ja, ich habe 2 Millionen. Ernsthaft? Endlich frei! Urlaub! Ich bin frei! Der Gag, du kriegst sogar hier Krankengeld. Ah ja, stimmt, ich Innendienst bin ist ja ja Pri. hier kein Fall, ne? Ach, scheiße, ja. Mit der Cam bist du ein bisschen arbeiten, macht doch Spaß! Du betreust ihn kurz, ich komme gleich. Flachst der mich oder will der echt 2 Wochen? Okay, alles klar. So geht's mir auch. Weiß er nicht. Ich sag mal so, heute Abend auf jeden Fall. Ich werde gleich gucken, dass ich irgendwie mein Auto fahren darf ich noch, hat er gesagt. Gut, das heißt, ich kann gleich mein Auto holen, werde dann in Feierabend gehen. Weil ich bin ja immer noch im Dienst. Ich weiß nicht, ob mich einer aus dem Dienst geschmissen hat. Mikrofon muted. Also müssten wir jetzt sehen. Es ist 11 Uhr. Wenn ich noch im Dienst bin, gibt's Geld. Aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr im Dienst, ich bekomme kein Geld mehr. Aber das wäre ja nicht schlimm, weil. Oh, ich bin doch noch im Dienst. Ich habe ja 2 Millionen. Also, gut. Oh, ich habe Geld bekommen. Dann bin ich doch noch im Dienst. Ach, schön. Ja, okay. Ja, das sage ich Mikrofon ihm gleich, dann weiß er activated. Bescheid. Jupp, okay. Gute, ciao. So. Wer war am Sag mal schnell. anderen? Ja. Du darfst in den Dienst gehen an sich, ja? Ja. Wo ist Du der darfst Haken? Innendienst machen. Du darfst Ja. leichte Einsätze machen. Du darfst Ja. bei der Gerätewartung helfen. Ja. Du darfst aber nächste Zeit nicht mehr unter AGT. Macht auch Sinn. Ne, um dich ein bisschen zu erholen, da dies entsprechend, ne, bis du selber sagst, dir geht's wieder soweit fit, Ich dann sag mal schauen wir, so, ob ich das bin ja geht. eh Maschinist. Ich fahre eh nur. Ich fahre eh nur. Also. Ja, eben. Dann würde ich als Maschi rausfahren und AGT den Mannschaftsgrupp machen lassen. Irgendwie so. Also das müsstet ihr dann im Team besprechen, bitte. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ne, wie gesagt, Maschi machst du ja sowieso, bist ja eigentlich in der Regel sowieso nicht auf AGT. Und alles andere, wie gesagt, leichte Arbeiten und hier Gerätewartung, das kannst du ruhig machen. Ja, gut, sehr schön. So, wie geht's hier rum von Saustein? Ah, mir Wenn er geht's dich jetzt als. blendend. Darfst du ein NEF besetzen? Nein. Wenn er dich als NEF gleich alarmiert, dann sagst du bitte Bescheid, dann schlage ich ihn. Weißt du, wie oft ich jetzt NDF alarmiert werde? Ja, ich schlag jeden, der das macht. Ich fahr nur als Fußesbonder raus, ganz ehrlich, mehr mache ich Das da hat doch nicht. keinen Sinn, wenn der RTW da ist und was ist Bonda dahin zu schicken. Die alarmieren mich ja als Assistenzarzt, ne? Aber offiziell darf ich da nur als Fußesbonder aktiv werden. Ja, das ist Okay. Blödsinn. Wir machen einmal Okay, Nägel 2 Wochen. mitköpfen. Unterschrieben. Okay. Also, ich habe ihm jetzt gesagt, er kann, ich denke mal, Innendienst leichte Tätigkeit machen, aber kein AGT mehr für die nächsten 2 Wochen dann. Genau, ich schreibe das auch ins Dokument. Genau. Habe Du ich die kannst dann schon mal Erlaubnis, gehen. LKW zu fahren? Maschi? Warum solltest du keine Erlaubnis dafür haben? Deswegen frage ich Willst du uns dich. irgendwas sagen? Das machst du ja nicht unter AGT. Das läuft ja in Ordnung gehen. Ich sag mal Solange du so. jetzt nicht aus traumatischen Na, Gründen letztens irgendwie hat ein das Lenkrad Kollege im verziehst und Fahrzeug deine Kollegen hinten überfährst. Knoblauch gegessen. Aber da hätte ich auch AGT gebraucht, aber ist okay. Die haben da, als ich da noch war, viel schlimmere Sachen gemacht. Okay, Boah, gut. ich habe richtig Bock auf Sucuk, Leute. Ich wollte das einfach nur mal so gesagt haben. Soll ich ihm mal was Deswegen. sagen? Ich hatte heute Mittag im Kopf Sucuk. Haha. Du bist wieder entlassen. Schönen Gut, Tag noch. danke. Nimmst du mich mit rüber? Ja.
Weil ich habe kein Fahrzeug hier und ich will eigentlich nur noch in Feierabend. Jupp. Du hast was gut bei mir. Ach so, Rettungsdienst. Ich wollte gerade sagen, warum steht da ein RTW? Darfst du mich überhaupt mitnehmen? Ah, ich bin ja BF-Mitglied. Natürlich darf ich dich mitnehmen, bist Mitarbeiter, Junge. Ah, ich schneide mich mal an. Oh, Ja. der Unfall hat mir gerade echt das Genick gerissen, aber. Ja, glaube ich dir, ne? Ja, das ist ja so ein Unfall, das ist ja nichts Schönes. Nee, aber zwei Reanimierungen an einem Tag. Ich habe heute erst die Reanimierung gelernt. Wen mussten sie denn reanimieren? Ich glaube den Hunter. Und, boah, ich weiß gar nicht, wer der andere war. Ich glaube ein Cop, der hatte zumindest eine MG auf der Brust. Okay. Also musstest du mich reanimieren, ja? Das erklärt auf jeden Fall. Ja, nee, also hört sich jetzt blöd an. Aber weil, also, ne? Was ist denn da passiert, dass sie mich reanimieren mussten? Weil ich kann mich an nichts erinnern. Ich wurde beim Koma-Team wach. Okay, dann waren die Engel aber wirklich göttlich für ich. Ich will Ihnen ja nichts sagen, aber meine Bodycam lief die ganze Zeit. Ich kann Ihnen das jetzt nicht alles mehr erzählen. Okay? Ah, okay. Da ich ja jetzt Innendienst habe, kann ich ja ein bisschen für die Feuerwehr nette Filmchen drehen und dann schicke ich Ihnen Das, das zu. ja, das hört sich doch gut an. Ich sag mal so, ich habe ja Zeit dafür. Auf jeden Fall. Dann würde ich mich nämlich gleich außer Dienst melden, weil ich kriege nämlich noch ganze Zeit Gehalt. Ja, das ist doch gut. Krankengeld. Ja. Gut. Muss ich mich noch bei irgendjemand abmelden? Ist überhaupt noch jemand da? Okay, der ist auch weg. Nee, du brauchst dich nicht abmelden. Ich weiß ja Bescheid. Okay, gut. Gut. Schreibt die mir dann über den D-Funk einfach, was ich machen kann und so, dann, dass ich eine Liste habe? Ja, natürlich, das mache ich gleich. Neuer Abschlepper? Der ist von der Pol. Haben die einen Abschlepper? Ja. Wir wollen ihn damit abschleppen. Okay. Will die Polizei noch was wissen oder kann ich außer Dienst? Rein. Kann ich außer Dienst oder willst du noch was wissen? Du kannst außer Dienst. Was auch schon, bist schon wieder ausgebüxt. Ja, ich hab Eier runterhängen lassen. Eier runterhängen lassen. So, außer Dienst. Kurze Info, der Thomas Nein. Meier, der ist bei mir auch noch mal auf dem HLF. Ja, der fährt ja auch noch, soweit ich weiß. Aber das HLF ist doch kaputt. Nee, das ist schon wieder da und repariert und alles gut. Ah, oh, sehr schön, gut. Strafgesetzbuch. Widerstand. Achso, ihr redet gar nicht mit mir. Moin!
So. Eieieiei. Ciao mit Frau Robin. Tschüss.